Ein Hupe ertönt aus den Tiefen des Labors. Dicke Metalltore rasseln herunter, regeln den Raum mit metallischen Poltern ab. Experiment abbrechen. Nummer 6 ist außer Kontrolle geraten. Alle Mann sofort raus. Hier. Die Worte des Forschers werden abrupt abgeschnitten, als eine gewaltige Hand sich aus der Dunkelheit materialisiert und ihn hochhebt. Der Forscher beginnt zu schreien. Er schreit und schreit. Das Geräusch hallt von den Wänden des Labors wieder, bis die Hand zudrückt und den Raum in ein tiefes Rot taucht. Seine übrigen Kollegen stehen regungslos mit offenem Mund da. Sie können nicht verarbeiten, was sie gerade gesehen haben. Dann geht eine Wissenschaftlerin einen Schritt zurück und lässt einen herzzerreißenden Klageschrei los. Doch das ist ein großer Fehler, denn ihr Schrei lässt ein schreckliches Monster erscheinen. Sein Körper ist ein aufgedunsener Leichnam, sein Kopf ein grinsender Totenschädel und es ist gewaltig, mehrmals so groß wie ein Mensch. Der Kopf baumelt von einer Seite zur anderen, als er auf allen Vieren durch den Raum stampft und dabei an die wilden Bewegungen eines elendiglich verhungernden Tieres erinnert. Diese Kreatur, dieses Ding, ist die experimentelle Waffe Nummer 6. Auch bekannt als Halua. Nein, oh nein, bitte aufhören! Oh Gott, rettet mich! Ich will nicht sterben! Einer nach dem anderen verstummen die ihren Schreie der Forscher. Sollte Nummer 6 ihre Bitten verstehen, so wird ihnen keine Beachtung geschenkt. Stattdessen setzt das Monster seinen Amoklauf der Zerstörung und des Abschlachtens mit einer Konzentration fort, die schon an Besessenheit grenzt. Nach einer Ewigkeit nehmen die Schreie ein Ende, der Alarm verstummt und erst dann macht die Kreatur ein Geräusch. Sie heult mit einem unfassbaren Brüllen auf, das die leeren Räume des blutgetränkten Labors rauf und runter schallt. Es ist ein Laut, der jene verflucht, die es gewagt haben, etwas derart Böses in die Welt zu setzen. Und trotzdem eines, das auch Hilfe sucht. Die Schritte von 2 Fußpaaren sind in einem ansonsten stillen Flur in der ersten Etage des Labors zu hören. Das eine Paar gehört einem jungen Mann, dessen Augen verbunden und Hände gefesselt sind. Das andere Paar gehört einem ernsten Mann in einem langen weißen Kittel. Der Mann zerrt den Jungen an einer langen Kette mit sich, die mit den Handschellen an seinen Handgelenken verbunden ist. Überall in dem Flur liegen Trümmer herum und machen es einem Jungen, der nicht sehen kann, sehr schwer voranzukommen. Entschuldigung. Könntet ihr vielleicht etwas langsamer gehen, Herr? Ich bin nicht daran gewöhnt, mit verbundenen Augen zu gehen und anstatt anzuhalten, erhöht der Mann nur das Tempo. Beim Versuch mitzuhalten, stolpert der Junge. Ah, bitte, Herr, ich kann nicht. Halt deinen verdammten Mund, schreit der Mann und zieht so fest an der Kette, dass an den Handgelenken des Jungen blutige Striemen zurückbleiben. Diese letzte Demütigung ist zu viel und der Junge kann seinen Sturz nicht mehr aufhalten. Ohne sich abfangen zu können, stolpert er auf den Boden und schlägt mit dem Kopf auf einem Haufen Schutt auf. Blut läuft sein blasses, verängstigtes Gesicht hinunter. Vom Schmerz gequält öffnet der Junge ungewollt seine Augen. Die fallenden Bluttropfen geben ein seltsames Knacken von sich, bevor sie sich in kleine weiße Steine verwandeln. Mach deine verdammten Augen zu, brüllt der Mann. Ja, Herr, stammelte der Junge, als er seine Lider wieder zusammenpresst. Ihm war nicht bewusst, dass die Augenbinde bei dem Schuss heruntergerutscht war, aber jetzt hält er seine Augen so fest geschlossen, dass er Sterne vor dem Dunkel seiner Augen sieht. Der Junge heißt Emil, auch bekannt als Nummer 7. Er ist eine magische Waffe, seine Augen können alles, was sie anblicken, in Stein verwandeln. Sieh mich auf keinen Fall an, bellt der Mann. Tut mir leid, ich blicke jetzt zu Boden. Gebt mir nur die Augenbinde. Anstatt abzuwarten, drückt der Mann Emils Gesicht mit einem schweren Stiefel zu Boden.
Herr, halt! Ihr tut mir weh! Augen und Mund bleiben geschlossen! Los! Der Mann weiß, dieser Junge, diese Waffe könnte ihn mit einem einzigen Blick auslöschen und doch erleichtert es ihn, den Jungen auf diese Weise zu unterdrücken. Anschließend beugt sich der Mann hinunter und knotet die Augenbinde fest um den Kopf des Jungen. Also gut, auf die Füße, lass uns gehen. Emil stellt sich wankend hin und versucht die rote Flüssigkeit zu ignorieren, die sein Gesicht herunterläuft. Das Blut ist egal, der Schmerz ist egal. Wichtig ist nur, den Auftrag zu Ende zu bringen, den sie ihm gegeben hatten. Ganz ehrlich, diese Texte hätten sie sich eigentlich meiner Meinung nach sparen können. Das ist zwar interessant, aber auch sehr langatmig und hat man keinen Bock drauf. Da kann ich mir auch ein Buch nehmen. Oder sagen wir mal so, die können auch das, was die hier schreiben, können sie als Buch rausbringen. Wer Interesse an die Geschichte hat, kann es sich kaufen. Weil in Textform eine Story zu erzählen, ist, ich weiß nicht, für ein Spiel einfach nur... Ja, ich weiß nicht. Die zweite Etage des Labors ist in einem noch schlechteren Zustand als die erste. Überall liegen Trümmer herum, was es unmöglich macht, irgendwo ordentlich Halt unter den Füßen zu bekommen. Als der Mann auf Schutt blickt, der mit einem tiefen Rot überzogen ist, muss er plötzlich an warme und klebrige Brownies denken, die mit Erdbeersoße übergossen sind. Bitte was? Sein Magen knurrt und als er versucht, seinen Blick abzuwenden, landet dieser auf den Überresten eines Menschen, der in etwas verwandelt wurde, das man nur noch als dicke Fleischmasse bezeichnen kann. Der Mann blinzelt, sein Verstand wird seltsam leer, bevor er schließlich versucht, genau zu bestimmen, wie viele Menschen geopfert werden mussten, um die verstreuten Fleischhaufen um ihn herum zu erzeugen. Einen Moment später hört er ganz auf zu denken. Fast so, als ob sein Verstand begriff, wie töricht es ist, solche Gedanken zu hegen. Das restliche Stück kannst du alleine gehen, sagt der Mann, mit einer Stimme, die viel geschwächter ist, als es sie passt. Ich meine, was tut es zur Sache? Du bist nicht mal ein Mensch. Du bist ein Monster. Und damit wirbelt der Mann herum und sprintet den Flur entlang. Der hilflose Emil hörte einfach nur zu, wie die Schritte des Mannes in der Ferne verstummen. Emil befindet sich alleine in einem Raum voller Gestank nach Tod und Blut. Einen Moment lang überlegt er, ob er die Augen öffnen soll, aber der Gedanke an die Schrecken, die ihn dann erwarten, machen seinen Plan schnell zunichte. Stattdessen steht er einfach nur da und lauscht intensiv. Letzten Endes erreicht ferne Geräusche seine Ohren. Das ist das Heulen, das ich zuvor schon gehört habe. Emil geht weiter und nutzt den Klang der fernen Stimme zur Orientierung. Es ist fast so, als ob sie ihn nach Hause rufen würden. Als Emil die dritte Etage erreicht, orientiert er sich ebenso viel nach Gedächtnis wie nach Geräuschen. Seine Hände und sein Gesicht sind mit frischen Wunden von zahlreichen Stürzen übersät, aber jedes Mal, wenn er ans Aufgeben denkt, wandern seine Gedanken wieder zu seiner Schwester. Wir haben gemeinsam gelernt, wir haben gemeinsam Kekse gegessen, wir haben gemeinsam geweint, wir haben gemeinsam gelacht und manchmal wurde nur ich angeschrien. Deshalb war ich nie allein. Unser Zusammensein hat mich stark gemacht. Für Emil war seine Schwester sein ganzer Lebenszweck. Mit diesem Gefühl im Herzen macht er weiter einen langsamen Schritt nach dem anderen. Endlich nähert Emil sich einer bestimmten Experimentkammer im tiefsten Teil des Labors. Das Heulen ist nun sehr nah und als er den Schalter berührt, der die Tür zur Kammer öffnet, denkt er an seinen Auftrag.
Nummer 6 ist die ultimative Waffe. Sie ist seine Schwester. Und er muss sie in Stein verwandeln. Langsam öffnet sich die Tür und enthüllt die gewaltige Einrichtung der Experimentekammer. Nach ein paar Schritten nimmt Emil die Augenbinde ab und öffnet langsam seine Augen. Seine Schwester schleicht vor ihm herum, aber sie sieht ganz und gar nicht wie das Mädchen aus, das er einmal kannte. Stattdessen sieht er zwischen den zerfetzten Überresten der Forscher eine wilde Bestie auf allen Vieren. Als das Ding, das einmal seine Schwester war, anhält und den Kopf in Emils Richtung neigt, konzentriert er seinen Blick vollständig darauf. Eine Reihe sanfter Knirschgeräusche ertönen aus der Kreatur, während seine Magie ihre schreckliche Arbeit verrichtet. Zuerst die Finger, dann die Hände, Arme, Beine, Kopf. Das bisschen Farbe, die das Unwesen noch hat, verblasst zu einem fahlen Aschgrau. Und doch sammelt die Kreatur ihre letzten Kräfte und dreht sich, eine langsame und schwerfällige Anstrengung nach der anderen, langsam zu Emil um. Jaulend nähert sich das gewaltige Monstrum. Macht sie sich Sorgen um mich? Oder will sie mich töten? Emil ist bereit, beides zu akzeptieren. Immerhin war sie seine ältere Schwester, die Person auf dieser Welt, die er am meisten geliebt hatte. Hallo, ich... Als Emil spricht, bleibt Nummer 6 plötzlich stehen. Stille erfüllt die Kammer, als die Geschwister sich gegenseitig anblicken. Es tut mir leid, Halua, aber alle sagen, du seist zu mächtig. Sie sagen, es sei zu gefährlich, es sei denn, ich sperrte dich weg. Es tut mir so leid, während Emil zusieht, wie ihr Körper wieder zu Stein wird, wartet Nummer 6 in absoluter Stille. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Darf ich jetzt endlich wieder aufwachen? Nein. In dem Moment, in dem die Versteinerung von Nummer 6 abgeschlossen ist, fließen ihre Erinnerungen in Emils Verstand. Die beiden, wie sie sich in der Kälte zusammenkauern. Ganz alleine in der Welt, niemand, der sie beschützt. Sie wollte doch nur ihren kleinen Bruder retten. Und doch war es dieser kleine Bruder, der auf eine gewisse Art und Weise sie gerettet hatte. In dem Moment, in dem die Versteinerung abgeschlossen ist, sinkt Emil auf seine Knie. Eine versteinerte Schwester und ein kleiner Bruder, der mit Sünde beladen ist. Alleine in diesem kalten Käfig weinen die beiden mit einer einzelnen, stillen Stimme vor sich. Es war unsere vereinte Macht, die Adlerhorst zerstörte. Ganze Existenzen, ganze Leben, sogar innere Erinnerung. Wir haben alles zerstört. Wir haben alles zerstört. Meine süße, sanfte Schwester hat sich in ein Monster verwandelt. Und dasselbe wird auch mit mir geschehen, da ich nun ihre Macht habe. Wenn meine Instinkte als Waffe mich besiegen und dabei zerstören werden. Wenn diese Macht jemanden verletzen wird, den ich liebe, dann...救ってくれたじゃないか。エミールがいなければ俺たちは死んでたよ。ありがとう。でも僕いいんだ。もう振り向くな。
So, Fragment erhalten. Oh, ich hasse solche Textdinger. Ich finde die einfach nur nervig. Sorry, aber... Ich weiß nicht, ob das dann Faulheit von Entwicklern ist. Das ist diese ganze Sache... Diese ganze Szene nicht in Bildform bringen wollen. Textform ist zwar mal was anderes, aber ich will, wenn ich Texte haben will, lese ich ein Buch. Und ich lese nicht gerne. Also. Nee, ich muss ja woanders hin, nicht zu Popular. が来ているよ。お願い。色々世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。
Ich will dich nicht töten. Warte mal. Der Roboter hat den Bruder nicht getötet. Thank you.
So. Ich muss nur da hoch. Ich bin generell irgendwie OP, okay. Selbst mein Buch macht übelst krass Schaden. その仲間は皆殺しにするだけだ。 So, da rein. Ich will den nicht töten. Nein. Auch bei Gretel war das so, als wären wir die Bösen. Er kriegt immer noch keinen Schaden. Aber das ist auch etwas, was ich halt irgendwie so. Ich muss warten, bis der wirklich. Thank you.
Das ist auch so dumm. Ich kann ihn erst vernichten, wenn er aufgehört hat zu labern. Das ist einfach so. Jetzt kann ich ihn erst vernichten. Seht ihr das? Das ist so dumm. Das ist einfach nur so dumm. Sorry, aber ich finde das einfach nur dämlich. Eigentlich ist er schon besiegt. Er ist besiegt, hallo! Der hat keine Leben mehr! Hauptsache, der macht noch was, ne? Dann muss ich ja nur noch ausweichen. Ja, jetzt geht doch endlich down. Ich will den nicht töten, nein. Wir sind das wahre Böse. Des Schrotthaufens. Darf ich den jetzt auch töten? Jetzt. Ich hasse den Jungen so sehr. So, でも、おっ。